Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Servus, ich bin der Konsti Schad aus Fischbachau in Oberbayern. Ich fahre für die deutsche Nationalmannschaft Snowboard Cross. Und heute werden wir euch mal die Action vom Snowboard Cross näher bringen. Snowboard Cross, eine faszinierende und junge Wintersportart. Konstantin Schad ist die deutsche Nummer 1. Der 26-Jährige hat bereits ein Weltcuprennen gewonnen und war einmal Vierter im Gesamtweltcup. Nun fiebert er seinen zweiten Olympischen Winterspielen in Sotschi im Februar entgegen. Vision Gold hat den Oberbayern in seiner Heimat in Fischbachau im Kreise seiner Familie besucht. Ihn beim Training mit der Snowboard-Cross-Nationalmannschaft am Olympiastützpunkt München begleitet und das Team auf dem Hintertuxer Gletscher in Österreich wieder getroffen. Bereit für eine lange olympische Saison. Anfang August. Routinecheck beim Doc. Hallo. Wie geht es dir? Ja, verhältnismäßig gut. Die vergangene Saison lief nicht optimal für Konstantin. Endete mit einer Sprunggelenksverletzung im April. Einen Monat vor dem ersten Training im Schnee prüft Dr. Murisch die Problemzonen. Nur Nacken, oder? Ja, auch ganz selten. Also. Und war viel unterwegs. Das hat sich so ein bisschen aufgestaucht. Wir kennen uns seit Jahren, wir kennen Konsti, bevor er Leistungssportler wurde. Konsti ist jemand, der sehr turbulent ist, wenn man so will. Immer wieder so kleine Verletzungen erlitten hat, auch als Kind. Der Körper eines Snowboard-Crossers braucht eine starke Konstitution. Nicht nur Beine und Füße sind wichtig. Beim Snowboarder im Vergleich zum Skifahrer, vom Alpinskifahrer, hat eine sehr hohe Belastung sowohl auf die Beine, Unterextremitäten, aber auch auf Oberextremitäten, da sie durch gerade Konstantin mit den Sprüngen sehr auch gefährdet ist, was seine Handgelenke, Schulter und Wirbelsäule durch die Sturzgefahr, durch die Kontakte, die die Sportler haben beim Fahren, sodass diese Snowboarder sehr stark Allrounder sind. Das Lächeln. Kein Schonprogramm, auch anschließend mit Physiotherapeutin Anja. Konstantin möchte sich zurückkämpfen und an seinen vierten Platz im Gesamtweltcup in der vorletzten Saison anknüpfen. Die Vorbereitungen in diesem Sommer sind besonders lang und intensiv. Wir machen das ganz klassische Fitness-Konditionstraining, wie die meisten Sportarten auch. Bei uns ist noch ein bisschen intensiver, weil wir zum einen ja die Beine brauchen zum Snowboardfahren, die Arme sehr stark zum Starten, dann brauchst du ein ordentliches Muskelkorsett gegen die ganzen Stürze, dass nicht immer gleich die Knochen kaputt gehen. Also es ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Pensum, was man im Sommer abarbeiten muss, neben dem ganzen Snowboard. Auch die schweißtreibendsten Übungen haben einmal ein Ende. Und die Belohnung dafür wartet nur wenige Schritte entfernt. Beneidenswert, so ein Trainingsort am Schliersee. Seit 5 Jahren wohnt und trainiert Konstantin in seiner Wahlheimat München. Regelmäßig besucht er aber auch seine Heimat, Fischbachau in Oberbayern. Hey, da ist Hallo. Er. Servus. Grüß dich. Hallo. Wie war's denn? Ja, super. Ja? Na. Guten Tag. Mit meinem Bruder und Schwester. Wenn ich nach Hause komme, dann sehe ich auch immer gleich alle. Das ist so praktisch, wo ich so viel unterwegs bin, dass ich dann hier alle auf einem Haufen habe und nicht noch irgendwie quer durch Deutschland gondeln muss, um alle Verwandten mal zu sehen. Kein schlechter Ort, um auch einmal all seine Fans und Unterstützer einzuladen und einfach mal zusammen mit Familie und Freunden zu feiern. Es ist ja auch so, dass man den Sport lange macht, bevor der irgendwie, ich sage jetzt nicht was abwirft, aber bevor man da so richtig erfolgreich oder irgendwas ist. Und da halten einem natürlich schon über Jahre die Leute, die man kennt, die Stange und glauben da mit dran, dass das auch irgendwann mal was wird. Und da habe ich mir gedacht, das wäre so ein schönes Fest bei uns im Garten, einfach mal eine gute Idee, um sich da zu bedanken. Schon zum dritten Mal veranstaltet Konstantin ein solches Fest für seine Freunde und Fans. Das gibt ihm Kraft und Motivation für einen langen Winter. Für die Gemeinde ist der Konsti ein Glücksfall. Ähnlich wie die Amelie Kober oder der Benny Laut.
Wir sind auch nicht nur Weltklasse-Athleten, sondern auch ganz pfundige Menschen, Sympathieträger. Der Konsti ist ein sehr, sehr offener Typ. Der ist immer gut drauf, eigentlich gut gelaunt. Oft aber auch nachdenklich. Also der denkt schon über die Aktion nach, die er demnächst plant und auch vorhat. Sehr zielstrebig. Und einfach ein guter Freund. Also mit dem kannst du über alles reden und genau. Ein guter Freund und ein richtiger Familienmensch. Für seine Lieben ist er immer da. Also der Konsti war schon immer ein saucooler Typ. Der ist immer Verlass. Der hat schon alles durchgezogen, was er angefangen hat. Der hat also ganz früh eigentlich schon immer geschaut. Der hat immer seinen kleinen Bruder dabei gehabt bei den Ski- und Snowboard-Rennen. Da hat er immer schon auf ihn geschaut, dass er alles hat und übernimmt. Hat auch jetzt im letzten Jahr, seit mein Mann verstorben ist, ganz viel Verantwortung übernommen. Ein harmonisches Fest. Bis tief in die Nacht feiert Konstantin mit seinen Freunden. Mit dieser Unterstützung im Rücken kann der Winter kommen. München. Kurz bevor es Anfang September endlich in den Schnee geht, noch einmal Sommertrainingsalltag mit den Teamkollegen vom Snowboard-Cross-Nationalteam. Wir sind so ein bisschen verteilt über Deutschland. Der Trainingsstützpunkt ist in Oberstdorf, ich bin viel in München. Aber die Jungs kommen immer her, weil in Oberstdorf gibt es natürlich keinen Skatepool. Und Turnen können wir hier auch super, der Olympiastützpunkt ist hier. Und da bin ich schon immer ganz froh, wenn sie mal vorbeischauen. Frisch gestärkt geht's in die Turnhalle zum Athletik- und Koordinationstraining. Gemäß dem Credo, je ungewöhnlicher die Übungen, desto besser. Aufgrund der Anforderungen in der komplexen Sportart Snowboardcross ist natürlich so diese polysportive Ausbildung für die Snowboardcrosser essentiell. Das heißt, neben dem konditionellen Arbeiten, gerade jetzt im Sommer, über klassische athletische Formen der Kraft, der Ausdauer, auch der Beweglichkeit, brauchen die Snowboarder mit Sicherheit auch noch mal eine sportmotorische Grundlagenausbildung. Das Reck wird einfach umfunktioniert zur Balancierstange. Und die verbringen ja mitunter viel Zeit in der Luft, auch bei den Sprüngen. Die müssen nicht immer wirklich hoch sein, man versucht auch viel zu absorbieren. Das hat man auch mitunter gesehen, das kann man sehr schön auch jetzt gerade in der Turnhalle mit Trampolinen nachstellen. Das heißt also ein schnelles Umstellen der Beine, also dass man in den Gelenkwinkeln stark arbeitet, das auch sehr fein koordinativ ansteuern muss. Mit einem Hindernisparcours sollen die besonderen Bedingungen eines Snowboard-Crosslaufs simuliert werden. Hier treten bis zu 6 Snowboarder gegeneinander an. Mit dem Konsti, muss ich ehrlich sagen, konnte man schon in der Turnhalle gut erkennen, dass er da schon außergewöhnliche Fertigkeiten mitbringt. Also er hätte sicherlich auch in anderen Sportarten wie in Turnen, wenn er früh angefangen hätte, es auch weit bringen können. Konstantin Schad. I'm not Johnny Knoxville and this is the rope swing. Ein wahrer Sportmaniac mit vielen Talenten. Yeah! Aktion mal wieder. Zurück zum Training am Olympiastützpunkt München. Krafttraining steht auf dem Programm. Tonnenweise Gewichte stemmen, das gehört beim Snowboardcross einfach dazu. Es ist immer wieder neu zu merken, dass die Kraft, die physischen Voraussetzungen, die Voraussetzungen sind für gutes, koordinatives, stabiles Handeln. Das heißt eigentlich beim Snowboardcross eine Minute Wettkampfdauer, das sind die letzten 20 Sekunden entscheidend, wer stürzt, wer kann sich durchsetzen. Wenn die Kraft kleiner wird, wird die Kondition schlechter. Und das ist einfach ein ganz trivialer, aber wichtiger Zusammenhang für das Training insgesamt. Trotz aller Schinderei, in der bayerischen Landeshauptstadt fühlt sich Konstantin wohl. Ich bin mittlerweile jetzt schon 5 Jahre in München beim Trainieren und war eine sehr leichte Entscheidung. Ist ja immer noch Oberbayern und nur 60 Kilometer von wo ich aufgewachsen bin. Auch das gehört zum Training des Snowboardcrossers dazu. Spezielles Koordinationstraining, nicht im Schnee, sondern auf Beton.
Training an sich sollte ja mal Spaß machen. Da ist sicher auch, sage ich mal, ein auflockender Faktor dabei, dass das klassische Krafttraining und so weiter mal in den Hintergrund rückt. Wir versuchen durch das, dass wir auch die bewegungstypischen Merkmale mit verwandten Sportarten, im Endeffekt Sommersportarten, optimal auf den Winter vorbereiten können. Wir haben natürlich hier im Skatepark viele Elemente, die sich so auch bei uns im Kurs dann finden, wie zum Beispiel der Roller. Roller nennen wir diese Wellen, wie wir es eben schon gesehen haben, hier mittendrin. Und da probieren wir natürlich beim Bergauffahren möglichst wenig Schwung zu verlieren, indem wir uns so drüber lupfen. Und beim hinten runterfahren dann, wie gesagt, Schwung mitzunehmen. Und auch in den Kurven kann man immer noch mal super Schwung aufbauen. Nach 4 Monaten ohne Schneekontakt steigt die Vorfreude auf die Berge. Schon bald geht's nach Saas Fee und dann für 3 Wochen nach Neuseeland. Ich habe jetzt den größten Teil von körperlichen Fitnesstraining und so weiter eigentlich, will ich nicht sagen, abgeschlossen. Da machen wir schon immer noch weiter, aber ich bin mal in sehr guter Form. In Neuseeland haben wir ein richtig großes Trainingscamp mit den Amerikanern noch. Der Australier wird da sein, der letztes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen hat. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird richtig, richtig aufwendig und ja, super Sache. Genau richtig für die Olympia-Vorbereitung. Der Sportpresseball in Frankfurt. Das Motto in diesem Jahr: Ice and Fire. Von Sochi nach Rio. Im Mittelpunkt der Veranstaltung der Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, uns Uwe Seeler. Er erhält den Preis Legende des Sports. Eine Auszeichnung, die das Lebenswerk von Sportlerpersönlichkeiten würdigt. Vor 2500 Gästen werden außerdem Sabine Lisicki und Henry Maske als Sportler mit Herz ausgezeichnet. 2018 wird die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin stattfinden. Die sportverrückte Hauptstadt ist die 3. deutsche Stadt nach Stuttgart 1986 und München 2002, die den Zuschlag für die kontinentalen Titelkämpfe erhalten hat. Begegnung zweier Biathlon-Legenden im Ruhestand. Olympiasiegerin Kathi Wilhelm trifft in München auf die erfolgreichste paralympische Biathletin Verena Bentele. Auf Einladung des Deutschen Behindertensportverbandes. Bentele hat im Duell mit dem blinden Gewehr das ruhigere Händchen und trifft alle 5 Schuss. Kathi Wilhelm nimmt es locker. Bist du schon fertig? Und staunt nicht schlecht über ihre zielsichere Kontrahentin. Ich bin das auch nicht mehr gewöhnt. Alles rund um Vision Gold, das Sportmagazin, gibt's auch im Internet. Auf facebook.com/visiongoldtv. Und gleich nach der Werbung, Konstantin Schad in seinem Element. Beim Training mit der Snowboard-Cross-Nationalmannschaft auf dem Hintertuxer Gletscher. Auch in den Bergen geht das harte Training abseits der Piste weiter. Und Konstantin blickt mit Teamkollege David Speiser voraus auf die olympische Saison. Snowboard-Cross, eine junge und faszinierende Wintersportart. Im Kampf Mann gegen Mann um den schnellsten Weg ins Ziel muss der Sportler athletisch und ausdauernd sein. Konstantin Schad ist der beste deutsche Snowboardcrosser. Vision Gold hat ihn in seiner Heimat in Oberbayern besucht. Konstantin hat alles andere als gewöhnliche Hobbys. Im Kreise der Snowboardcross-Nationalmannschaft hat der Teamplayer jede Menge Spaß. Zillertal, Österreich. Die letzten Tage im Oktober. Es geht hoch hinauf zur Snowboard-Cross-Strecke auf 3000 Meter. Servus, ich bin der Konsti Schad aus Fischbachau in Oberbayern. Ich fahre für die deutsche Nationalmannschaft Snowboard-Cross und heute im Hintertuxer Gletscher werden wir euch mal die Action im Snowboard-Cross näher bringen. Riders ready, attention, go! Seit Mitte Oktober trainiert das Snowboard-Cross-Team auf dem Hintertuxer Gletscher. Schon vorher liefen die Vorbereitungen wie geschmiert. Neuseeland war super. Also da hatten wir wirklich wahnsinnig viele gute Trainingstage. Hatten zwar auch 1, 2 schlechte Tage mal, aber da kam wieder Schnee und das gehört immer mal dazu. Man muss auch mal Pause machen. Aber war schon alles in allem einfach ein richtig, richtig gutes Trainingscamp.
Und später, jetzt im Oktober, wo wir uns jetzt befinden, kommen dann diese spezifischen Grundtechniken für den Snowboardcross dazu. Und im November stückeln wir das dann zusammen zu einer richtigen Strecke und sind dann hoffentlich gut gewappnet für die Saison. Auf dieser speziellen Trainingsstrecke sind eine Menge Elemente drin, die man für ein Weltcuprennen benötigt. Das ist ein bisschen auf Höhe gebaut, der erste Sprung. Man muss schwer dagegen arbeiten als Snowboarder, um nicht zu hoch aufzusteigen, damit man dann auch in der Landung wieder möglichst viel Schwung nach vorne mitnimmt. Den braucht man dann nämlich auf der nächsten Schanze. Da geht es dann so mit 80, 90 km/h in einen großen Sprung mit ca. 25, 30 Meter Table. Also Table heißt der flache Teil, in dem man nicht landen will, den man besser überbrückt, weil sonst tut's weh. Und dann haben wir noch hier unten noch einen Haufen Wellen, wir nennen sie Roller. Da muss man sich davor ganz genau anschauen, wie weit die jeweils auseinander sind, wie groß sie sind, ob man sie einzeln fahren kann oder ob man probiert, von dem ersten auf den zweiten zu springen. Hier haben wir jetzt nur Doubles drin, die aber auch schon oft sehr, sehr lang sind. Und im Weltcup gibt es teilweise bis zu Triples mit 20 Metern. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu kurz kommt, weil wenn man von vorne gegen so einen dagegen springt, sind unglaubliche Kräfte. An manchen Tagen sind die Trainingssessions auf dem Gletscher kürzer, dafür im Tal umso schweißtreibender. Konstantin Schad und Teamkollege David Speiser wird auch bei trübem Wetter nicht langweilig. Immer wieder Kraft- und Athletiktraining. Grundlegend für die Konstitution eines Bordercrossers. Wir brauchen eine große Kraft- oder Schnellkraftfähigkeiten in den Beinen, um eben diese bestimmten Hindernisse erstmal zu bewältigen können und dann auch eben diese Hindernisse für uns zu nutzen, um Geschwindigkeit aufbauen zu können. Das ist eben Beinkraft. Die Stabilisierung im Oberkörper ist ganz wichtig, um eben Landungen oder auch hohe Kurvenkräfte halten zu können und da nicht zu stürzen. Und der andere wichtige Punkt ist eben die Startkraft aus dem Gate raus, dass man eben hier im Arm auch, und auch im Rumpfbereich schnellkräftig sich rausbewegen kann. Nicht nur der Körper muss in Form für die Snowboard-Cross-Strecke gebracht werden. Entscheidende Bedeutung kommt auch dem Arbeitsgerät zu. Beim Weltcup macht der Wachsmann wirklich einen unglaublichen Aufwand mit jedem Brett. Ich werde jetzt nur ganz kurz eine Schicht Wachs auftragen, damit es morgen fürs Training bereit ist. Manche machen es tatsächlich mit Muttis alten Bügeleisen. Wir haben dann schon ordentliches Equipment, wo man die genaue Gradzahl einstellen kann. Und dann muss man mit viel Geduld, damit sich das Wachs unter dem Eisen schön verteilt und überall auf dem Brett ankommt, die Bahn ziehen. Ich glaube, im Weltcup ist es schon unfassbar, wie viel man da rausholen kann, beziehungsweise wie viel man verspielen kann. Unser Christoph, wenn das macht, dann ist er mit jedem Brett, was irgendwie wettkampftauglich präpariert wird, wahrscheinlich so 2 Stunden beschäftigt. So, jetzt muss das noch 4 Stunden stehen. Mindestens. Und dann kann ich es wieder abziehen. Meistens mache ich es dann morgens, bevor wir auf den Berg gehen, damit ich heute Abend nicht mehr so lange wach bleiben muss. Die Rubrik Danke-Fans wird präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Im Rahmen eines Danke-Fans-Gewinnspiels konnten die Anhänger über den besten Snowboard-Trick abstimmen. Die klare Nummer 1, der sogenannte 360. Die glückliche Siegerin Lisa Thomas. Konstantin Schad absolvierte mit ihr ein exklusives Training. Denn seine Fans liegen dem smarten Snowboardcrosser besonders am Herzen. Für die Gewinnerin ein besonderer Tag auf dem Hintertuxer Gletscher. Total toll hier mit Konsti. Ich freue mich so sehr, dass ich ausgelost worden bin. Vielen Dank. Konstantin weihte die Anfängerin in die Kunst des Snowboardsports ein. Das bringt Spaß für alle, auch wenn es nicht immer auf Anhieb klappt. Also es ist echt wahnsinnig super, dass ich jetzt hier auch mal so ein bisschen was von meinem Können weitergeben kann an meine Fans. Und es hat total viel Spaß gemacht. Du warst eine wahnsinnig gute Schülerin. Danke. Und da macht es dann erst recht Spaß, wenn auch was vorwärts geht. Lisa hat bestimmt einiges für ihre zukünftigen Snowboard-Urlaube gelernt. Und der Tag mit Konstantin Schad wird ihr immer fest in Erinnerung bleiben. Die Rubrik Danke-Fans wurde präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Die deutschen Snowboard-Cross-Asse Konstantin Schad und David Speiser auf dem Weg zum Gletschertraining in Hintertux. Die beiden zählen zu den erfahrensten Border-Crossern im deutschen Team und haben schon einiges zusammen erlebt.
David schätzt an Konsti? Die Zielstrebigkeit und dann auch, dass man halt natürlich gleich schnell fahren will wie er oder noch schneller snowboarden will wie er, weil es jahrelang war halt ich immer vorne dran, oder? Und dann ist natürlich auch interessant, wenn jetzt auf jemand mal kommt, der dann immer schneller ist, das spornt halt an. Im Team ist es wahnsinnig wichtig, dass man seine Kollegen dabei hat. Ich zum Beispiel habe mich am David über Jahre echt hochziehen können. Er ist extrem kaltschnäuzig, wenn es irgendwelche, sag ich mal, angsteinflößenden Elemente im Kurs gibt, die nimmt er einfach gerade, da kann ich mich dann auch echt dran hochziehen. David war schon zweimal bei Olympia und wurde 2006 Achter. Konstantin später in Vancouver 32. Aber schon eine sehr wichtige Erfahrung, wenn du bei den Olympischen Spielen was reißen willst, dass du davor schon mal da warst und weißt, was dich erwartet. Aber gerade bei unserer Sportart kann so viel schief laufen und wenn man sich dazu viel Gedanken macht, dass es dann eventuell in den vier Rennen, die wir da haben, nicht läuft, dann gehst du kaputt. Ich muss das sagen, dass es mittlerweile einfach knallharter Leistungssport ist. Jeder, der zu Olympia will, der kann nicht jede Nacht bis um vier feiern. Vor Sochi wartet erst einmal die Qualifikation. Zweimal unter die besten 16 oder einmal unter die besten 12. Und das bei nur sehr wenigen Weltcuprennen. Der Weg Richtung Sochi stimmt. Aber jetzt für November ist es schon noch Ziel, dass wir noch eine Schippe drauflegen, um den Sprung ganz an die Spitze schaffen zu können. Vergangene Saison bei der Premiere im Weltcup in Sochi kam Konstantin auf der Olympiastrecke als Achter ins Ziel. Was ist drin bei Olympia? Es ist wirklich alles Highspeed und große Sprünge und toller Kursbau, muss man sagen. Das gibt bestimmt ein interessantes Rennen ab. Ich hoffe mir da einiges auf nächstes Jahr und die Strecke liegt mir extrem. Wie auch immer Konstantin abschneiden wird, Familie und Freunde werden mitfiebern. Ich würde es ihm wünschen, dass es einmal alles passt. Und ich hoffe, dass das in Sochi passiert und dann steht er ganz oben. Gut, wenn er einfach verletzungsfrei durchkommt, da dieses Jahr richtig seinen Spaß hat, am Ende noch einen raushaut bei Olympia. Würde es mich auch freuen, wenn man mal endlich die Anerkennung kriegt, die er verdient. Man weiß es nie. Es kann alles passieren. Aber zutrauen tue ich es ihm. Und wünschen würde ich es ihm auch. Go! Ganz oben stehen. Vielleicht gelingt ihm das ja bei den Olympischen Spielen in Sochi. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.